Ja, also, me too, me too, me too. Also, die Grundlage für jede Modellaufbahn. Naja, also die Besetzungscouch gab es ja lange, bevor irgendein Film gedreht wurde. Da konnte man natürlich sagen, ich glaube, wir lassen es lieber. Aber es gab auch welche, die unbedingt Karriere machen wollten. Und wer sich gar nicht hochschlafen will, der muss dann sowas machen wie diese Matthias Rechling-Show. Also andere anfassen, aber nur intellektuell. Also das mir zu unerotisch. Nee, also da lassen wir es lieber. Vielen Dank. Dankeschön, danke. Guten Abend in der Matthias-Richtling-Show. Ja, ja, er hat recht, ja. Wir fassen andere an, wir fassen Politiker an, wir entblößen sie in ihren Plänen, wir reißen in die Masken vom Gesicht und die Verkleidung vom Leib. Und wenn diese Politiker 100-mal rufen, me too, me too, me too, denn Politiker sind ja unsere Table-Dancer. Ja, natürlich, die wir ja von Berufs wegen schon angrapschen dürfen. Wir stecken ja auch genügend Euronoten in die Höschen. Nicht? No. Ja, ja. Tschüss. Wir merken nur immer viel zu spät, dass die Politiker uns in Wahrheit die Hosen runtergezogen haben. Wann rufen endlich alle deutschen Wähler MeToo? Wann rufen alle deutschen Wähler, dieser Politiker belästigt mich? Nicht? Deswegen werden unsere heutigen Gäste gefälligst mal dazu Stellung nehmen. Und zwar Mark Zuckerberg. Was? Ja, Mark Zuckerberg. Das geht mir schon lange auf die Nerven, das kann ich Ihnen sagen. Wie kommen wir Deutschen eigentlich dazu, liebedienerisch und buckelnd und hinterherhechelnd die Namen mal aussprechen zu wollen in der Originalsprache? Das macht kein Land sonst, nicht wahr? Glauben Sie, in Amerika sagen Sie, wie es sich gehört, Frau Merkel, aber... Herr Trump sagt Merkel. Das klingt wie Kaugummi. Herr Macron sagt Merkel. Das klingt wie Gülle. Glauben Sie, einer sagt Frau Wagenknecht, aber die Amerikaner sagen Wagenknecht. Und die Franzosen Wagonnecht. Deswegen heißt es künftig bei uns, wir sprechen es aus, wie es in unserer Sprache heißt. Und deswegen heißt es künftig bei uns Trump, Macron und Zuckerberg. Fertig. So. Also, wir sehen also Herrn Zuckerberg, wie er raffiniert die Belästigung der Politiker umschifft hat. Dann natürlich Winfried Kretschmann und Thomas Strobel vor gegenseitigem Tribunal. Und dann darf ich... Ah, nee. Ah, das ist ja schade. Warum sagt ihr mir das denn nicht immer? Leider haben abgesagt. Das tut mir leid. Das wäre schade. Naja, es haben leider abgesagt, meine Damen und Herren, die beiden ständigen Vertreter von Erdogan in der deutschen Nationalmannschaft, Özil und Gündogan. Und wir sehen, ob die Bundeskanzlerin sich bekennt. Anne Will auf jeden Fall. Live aus Berlin, meine Damen und Herren. Das Thema bei Anne Will: Passt Frau Merkel zu Herrn Trump? Passt der Deckel auf den Topf? Wer ist der Deckel? Wer ist der Topf? Das fragen wir heute die Bundeskanzlerin. Frau Merkel, Sie waren ja neulich bei Donald Trump. Ja, ich habe davon gehört. Er hat sie ja ziemlich abblitzen lassen. Ja, das kann ich nun nicht bestätigen, nicht wahr? Die Schnute, die Herr Trump mir permanent ins Gesicht gedrückt hat, hat bewirkt, dass ich mir noch auf dem Rückflug dauernd die Wangen trocken wischen musste. So war's. Sie meinen also, man merkte schon bei der Gier des gespitzten Mundes von Herrn Trump, dass Melania eben nicht mal mehr öffentlich das Händchen hält, was ich gut verstehen kann, weil der Labrador von Herrn Putin übrigens hat seinerzeit weniger geschlabbert. Also das muss man schon sagen. War es für Sie so unangenehm? Naja, also ich meine, was soll das heißen? Ich meine, ich dachte schon, Herr Trump hat ja eigentlich ganz andere Chancen bei gewissen Pornodarstellerinnen, ja? Und wie ging es dann weiter im Weißen Haus? Gar nicht, was mich auch wieder verwundert hat, weil ich hätte ja gar keine $200.000 von ihm verlangt. Nun, der Eindruck nach draußen war natürlich ein ganz... Ich kann nur sagen, als ich Frau Melania im Hintergrund gesehen habe, habe ich eben befürchtet, dass das Weiße Haus zu einem Swingerclub verkommen ist. Und ja, im Grunde ist es ein Swingerclub. Was
heißt das, Herr Trump zwingt Deutschland seine Erpressung auf. Dieser neue Botschafter von Amerika in Berlin, Herr Grenell, wie er heißt, nicht wahr, ist ja nicht diplomatisch unterwegs, sondern eher als Inkasso-Unternehmer. Heißt? Und, naja, als Eintreiber von Versprechen, die Herr Trump übrigens nicht hält. Nicht? Ja. Nee. Haben Sie gemerkt, man hat schon das Gefühl, Frau Merkel hätte sich gerne umarmen lassen von Anne Will, wo sie es vom amerikanischen Präsidenten nicht gekriegt hat und wo Herr Macron nicht sie betrogen hat mit dem amerikanischen Präsidenten. Vermutlich ist ihm Frau Merkel auch nicht mehr Manns genug. Also egal. Politik bekommt, merken Sie das nicht? Auf einmal so einen emotionalen Charakter. Nicht? Sie läuft nur noch ab als Beziehungskrise. Machst du nicht meine Wahlrechtsreform mit, dann wähle ich nicht deine Landtagsvizepräsidentin. Nicht wahr? Machst du mir beim Koalitionsvertrag eine lange Nase, dann mache ich mit deiner Kandidatin Sabine kurz Prozess. Also, Winfried Kretschmann und Thomas Strobel, die sollten wirklich längst mal zum Eheberater. Liebe Mitbürger, ja gut, also in Zeiten allgemeiner Unruhe freue ich mich, Ihnen mich zu präsentieren als alleiniger Garant der... Moment. Was soll denn das heißen, alleiniger Garant? Ich bin doch schließlich auch noch da. Als alleiniger Garant zur Ruhigstellung gewisser Koalitionspartner und... Also, das ist ja unerhört. Ruhigstellung. Aber ich sehe es Ihnen nach, weil ich ja genau weiß, unter der Klobürste, was Sie als Haarschmuck tragen, steckt ein weiches Hirn. Und deswegen darf ich Ihnen im Rahmen der baden-württembergischen Landesregierung in Baden-Württemberg Folgendes präsentieren. Was kommt denn jetzt schon wieder? 70 Jahre flott und froh, Winfried, mach nur weiter so. Ja. Machst du uns doch viel Vergnügen, wenn du uns nicht tust betrügen, wie wir es oft schon mussten sagen, gerade auch in vergangenen Tagen. Wo du gabst uns große Qual, war dein Handeln doch feudal, partnerschaftlich, ja von wegen, ließest du uns stehen im Regen. Mit der Vizepräsidentin, deren Wahl schon fast dahin war, am Schluss sie doch ernannt, standst du da als Bonfifant, der in Lebemann-Manier auskommt ohne Hilfeschier. Doch wir schlugen dir ein Schnäppchen und verpassen dir ein Schläppchen. Damit du siehst, im Alter noch ist das Leben doch kein Joch. Ist man auch schon 70 Jahre, lernt man noch, wie wunderbar, wie ein jugendlicher Spund am Regierungspartner und sollt ihn deshalb loben hoch, wo er ziert deine Epoch. 70 Jahre flott und froh, Strobel, mach nur weiter so. Sagen Sie mal, aus welchem Kindergarten haben Sie das eigentlich mitgehen lassen? Das habe ich mir ganz alleine persönlich ausgedacht. So, und wer hat Sie dann aus dem Kindergarten abgeholt, bitte? Also wirklich, es macht keine Freude, Ihnen ein Geständchen zu basteln. Ja, weil Sie mich neulich erst betrogen haben. Sie haben mich betrogen. Sie haben mich betrogen. Sie mich. Sie mich. Sie. Sie. Womit? Weil Sie meine Wahlrechtsreform für Baden-Württemberg nicht mitgewählt haben. Sie haben unsere Frau Kurz nicht gewählt. Ach, das war ja nachher, das war ja unser Racheakt. Die Wahlrechtsreform war unser Racheakt. Die war ja vorher. Ich hab's kommen spüren. Ach, also das ist ja lächerlich. Also Sie so hinterfotzig, wie Sie sind, da präsentieren Sie mir Torte und Gedicht. Scheinheilig ist doch das. Das ist eben menschliche Größe. Ja, wenn Ihre menschliche Größe körperlich bemessen ist, da kann es damit nicht weit her sein. Also wirklich, da springe ich schon mal über meinen Schatten. Ach, also bei Ihrer Größe haben Sie gar keinen Schatten. Torte und Gesang und Gedicht, das ist doch alles Stalking-Material, mit dem versuchen Sie, sich billig und permanent an mich dranzuhängen. Ich trete jetzt der MeToo-Bewegung bei. Ah, ja. Ja, MeToo. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich bin angefasst worden. Ja. Man hat mir von hinten auf die Brust gestiert. Der Verkäufer hat mir die Bananen hingelegt wie hängende Schwänze. Und dazu gesagt, ey, wir lieben Lebensmittel. Ich kann ja nie wieder Bananen essen. Ich war ohne zu denken, dass mich die eine Banane schier vergewaltigt hätte. Oh, nee, ich kann es auch nicht mehr hören. MeToo, lass mich in Ruhe. Was? Ja. Ja, also MeToo. Ach, ist ja furchtbar. Ich war furchtbar. Was denken Sie, wer von mir alles angefasst werden wollte? Ja, glauben Sie, es ist keine Belästigung? Ausgehungerte Biafra-Medusen,
die am Brust und Po hinstrecken, die gar nicht da sind. Das ist alles wegdiätet. Furchtbar. Nee. Also man gibt diesen Damen eine Chance für die große Bühne, damit sie von der Straße wegkommen und nicht unterkommen in irgendeinem billigen Puff. Und dann ist der Dank dafür nicht wahr? Lächerlich. Ja, also bitte wirklich nicht wahr. Ohne MeToo hätte es doch Bühne und Mode und Theater nie gegeben. Ja, ja, wir wollen noch mal die Kätzchen am Sack lassen. Ja, naja, also, ja, nicht, da wird alles, also, es wird alles in eins vermischt. Ja. Vergewaltigung ist ein Verbrechen, also keine Frage. Nicht wahr? Aber in ihrer Unfähigkeit zu differenzieren, lassen Frauen ja schon Männer bestrafen, ihren Job verlieren, die gerade mal sich einen Kuss erschlichen haben oder als WDR-Redakteur viermal die Hand auf dem dämlichen Oberschenkel liegen ließen. Also, ich verstehe es nicht. Nee, also wirklich, es ist eine Hysterie, das muss man schon sagen. Ja. Im Supermarkt kann jede Melone oben und unten anfassen, ob sie reif ist. Ja. Glauben die Damen der Schöpfung, sie sind was Besseres wie Melonen? Nein, also MeToo, ich komme nicht drüber weg. Nicht wahr? Nach 30 Jahren fällt Ihnen auf, dass Sie vor 30 Jahren mal angefasst worden sind. Ja, ja, also bitte, das heißt auch 30 Jahre lang nicht, nicht. Sonst würde Ihnen was einfallen, was vor 10 Jahren war oder gestern. Nicht. Ja, da war nichts, nicht wahr? Im Grunde genommen ist MeToo eine einzige Hilfeschreibbewegung, nicht wahr? Wann fasst mich endlich mal wieder einer an? Na, haben Sie gesehen, wie Frau Merkel angegrapscht wurde von Herrn Trump? Ich bin gespannt, ob Frau Merkel auch 30 Jahre braucht, bis sie merkelt, dass Herr Trump sie sexuell belästigt hat. Na, viel, naja, würde mich nicht wundern. Hoppla, mein lieber Schwan, das ist ja gewesen ein generalisierender Rundumschlag. Da hat ja aber Karl Lagerfeld schon eine Menge gelernt von den Frauen. Das müssen wir mal direkt mit ihm besprechen und begrüßen in der Matthias-Richtling-Show den Modelkönig, der sich gerne vergreift an Frauen, aber auch an Männern, aber nur mit Worten. Nicht wahr? Hier ist Karl Lagerfeld. Einen schönen guten Abend, Herr Lagerfeld. Bitte schön, nehmen Sie bei Ihnen. Bitte, wenn Sie. Bitte nehmen Sie das, Herr Lagerfeld. Danke schön, dass Sie da so vorsichtig waren. Sie reden zu viel. Meinen Sie das ernst, diese Ausfälle gegen Frauen? Liebe Frauen, ich will mit Ihnen nichts zu tun haben. Nein, ja, ja, also MeToo. Nicht? Also, fass mich nicht an, wirf mir keine Blicke zu. Es wird ja mir schon gefährlich, Frauen überhaupt wahrzunehmen. Ja? Und das nur, weil vor 100 Jahren wir angefangen haben, Frauen wahrzunehmen. Naja, also bitte. Wie? Ja. Wie das denn? Ja, also, in 100 Jahren haben wir Frauen alles zugestanden. Die Scheidungsrecht und Abtreibung und Witwenrente etc. Also, was für alles liberalisiert und so weiter. Seit 1919 dürfen Frauen sogar wählen. Also, zählt man die Stimme nicht mit oder wie ist das denn ganz eigentlich? Ganz gewiss, Herr Lagerfeld, ganz gewiss. Natürlich. Unverantwortlich. Ich habe damals schon gesagt, also Frauenwahlrecht, Vorsicht, das rächt sich. Na, jetzt haben wir den Salat. Na, Sie schlagen ja zu. Ich darf Ihnen mal zeigen, wie weit Sie da gehen, wenn Sie sowas sagen. Ja, also ich weiß, was ich gesagt habe. Ja, aber wissen Sie auch, was Sie damit gesagt haben? Das ist doch die Frage. Ach nee, also bitte, kommen Sie mich schon wieder mit MeToo, nicht? Also, wo es ja meistens, wie gesagt, gar nicht um Vergewaltigung geht, sondern um feuchte Blicke und Anzüglichkeiten und Küssen etc. Da kommen Sie mit aus allen Löchern jetzt, in die noch nie einer eingedrungen ist, lachhaft, nicht wahr? Sollen ins Kloster gehen, nicht? So. Naja, also da müssen wir sehen, dass nach den Vorkommnissen der katholischen Kirche der Klerus eine wunderbare sexuelle Vorbereitung ist auf den Modeljob, nicht? Komm, da. Naja, also wirklich, ich muss sagen, wir haben ja eigentlich gedacht, wir haben die katholische Kirche hinter uns gelassen, nicht? Die haben ja im Mittelalter haben die ja tausende von Frauen verbrannt als Hexen. Naja, also vielen Dank, offenbar sind ihnen einige Hexen durch die Lappen gegangen. Naja, und diese Hexen tauchen jetzt wieder auf, nicht wahr, und verbrennen alle Männer, und zwar alle. Und ohne Beweisführung, das Problem. Naja, natürlich. Also, wenn ich heute an eine Bank gehe, ja, und sage Geld her und lasse Geld liegen, dann gilt das als Rücktritt von der Tat, ist straffrei. So ist es. Nein, so ist es, ja. Wenn ich heute meine Hand lege auf einen Weiberarsch und ihn zurückziehe, ist ein Rücktritt von der Tat, ist straffrei. So. Naja, bitte, also, ohne Debatte. Ja, nicht wahr. Was machen die Frauen? Nicht wahr? Sie gebärden sich als Urteil, als Gericht oder als Strafverfolgung in einem. Der Rechtsstaat ist außer Kraft. Den Kommunismus haben wir hinter uns. Jetzt kommen die Weiber. Vielen Dank. Mit Sippenhaft. Naja, also sogar wenn Männer sich solidarisieren wollen mit den Frauen, da schreien die ja hysterisch auf, also die Männer hätten auch kein Recht zur Solidarität, weil sie ja demselben Geschlecht angehört wie die Täter. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unmöglich, ja. Kollektivverantwortung. Jeder Muslim ist also Terrorist und jeder Mann ist ein Vergewaltiger. Denunziation reicht zur völligen Vernichtung. Sogar bei erwiesener Unschuld, wenn wir diesen Mann Kachelmann oder so ähnlich. Nein, da kommt der Rassenwahn der Nazis wieder hoch, nicht? Frauen sind die neuen Nazis bei uns. So. Wer ein Mann ist, wer keine Frau ist, ist verdächtig, weg damit.
Da wird Vergewaltigung und Verbrechen und falsche Blicke und Küsschen und Umarmung, es wird ja alles in eine Schublade geschoben und die Männer kriegen sie von innen nie wieder auf. Nee, vielen Dank, also nee. Nee, ich will auch mit Frauen nichts mehr zu tun haben. Nee, hatte ich nie. Jetzt weiß ich warum. Ach, fickt euch doch selber. Herr Lagerfeld, ist das nicht ein Ticken zu drastisch, was wir gerade gesehen haben? Na? Ja, was heißt drastisch? Ist ja lächerlich, nicht wahr? Also in Hawaii tritt Schwefeldioxid aus der Erde. Bei uns gebärden sich die Frauen als giftige Dämpfe, die alles vernichten wollen. Was nach Mann aussieht, ist ja lachhaft. Das heißt ja drastisch. Also, ja, aber warum bricht das denn eigentlich jetzt alles raus und nicht vor 30 Jahren schon? Das ist doch die Das können Sie sagen, ja. Weil die Prostitutionierung des Einzelnen, diese Wichtigmacherei des Einzelnen führt dazu, dass alle alles sagen können im Netz, und aber anonym sind. Ja, das führt ja zu Hetze und Gleichmacherei. So rum, nur so. Trotzdem ist es nicht mehr so kritiklos wie vor dem Facebook Skandal und deswegen... Ja, dieser Herr Zuckerberg, wie er heißt, er hat ja ausgesagt vor dem US-Ausschuss, aber ohne Erfolg. Also völlig lächerlich. Ja, aber deswegen haben wir Herrn Zuckerberg ja mal geladen vor den Untersuchungsausschuss der Matthias-Richling-Show und stellen ihm gleich mal folgende Frage. Herr Lagerfeld, passen Sie auf, Herr Zuckerberg, wenn Sie vielleicht Zeit für uns haben. Ah, Herr Zuckerberg. Herr Zuckerberg, ja, wir sprechen Deutsch. Ich denke, Sie können Deutsch wegen des Namens, nehme ich mal an. Oh, von mir aus. Ja, der Skandal um Facebook hat ja ziemliche Auswirkungen. So, die Werbekunden, sie sind fast allen zurück. Unsere Aktien, sie sind schon fast auf dieselbe Stand von an Anfang. Und das zeigt mir, dass einfach unsere Nutzer wollen, dass den Daten weitergegeben werden. Ja, aber vor dem EU-Parlament haben Sie ja sich rausgeredet mit vielen Floskeln, hat man gesehen. Und wir können nicht wegen jeder Vorkommnisse unsere Geschäftspraxis ändern. Aber sind Ihnen denn die Nutzer gar nichts wert? Sie sind uns eine Menge wert. Ihre Daten bringen uns sehr viel Geld und das wissen wir zu schätzen. Das ist doch aber sarkastisch, Herr Zuckerberg. Nun, ich glaube, die Nutzer sind sehr froh und stolz auch, dass ihre Daten, ihre Kaufgewohnheiten und ihre Adressen und Geburtsdatum sind so viel wert. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, bitte. Nun, wir müssen einmal die Netz im Dorf lassen. Was? Ich denke, die sind auch die Schuld, die ihren Daten auslegen bei Facebook. Sehen Sie, wenn Sie heute legen Ihre Geldbeutel aus auf eine Straße, dass Sie dürfen sich nur wundern, wenn an den nächsten Tag ist Geld überhaupt noch darin. Na, also... Die Facebook ist eine Straße und wer seine Daten auslegt in Facebook, der darf sich nur wundern, wenn seine Daten sind am nächsten Tag überhaupt noch da. Ah. Das hört sich an, als ob Sie überhaupt gar keine Fehler gemacht haben, oder wie? Oh, wir haben viele Fehler gemacht. Wir hätten viel besser das alles müssen verschlüsseln. Die Daten der Nutzer, meinen Sie? No, die Weitergabe von den Daten. Aha, doch. Und was sagen Sie denen, bei denen Sie Vertrauen verspielt haben? Was sagen Sie denn denen? Na? Vertraut mir. Ja. Und Sie denken nicht, dass der Fehler im System liegt? Oh, no, ein System, was mir durch Einspielung von Werbung bei den User im Jahr einbringt, über 40 Milliarden. Das kann kein Fehler sein. Also das Entblößen der Daten ist kein Fehler? Oh, die Menschen, sie sind Exhibitionisten. Was? Wenn sie statt das, was sie posten, bei uns da würden stehen hinter Bäumen, hinter Sträucher und würden Mantel und Hose aufmachen für Frauen und Kinder, dass sie würden schnell sitzen im Gefängnis wegen Erregung öffentlicher Ärgernis. In Facebook, sie können sich verwirklichen als öffentliche Ärgernis und sich entblößen und sie kommen trotzdem nicht in Gefängnis und sind straffrei wegen mangelnder Rechtsgrundlage, weil die Politik, sie kümmert sich nur um sich selbst. Aha. Also. Der letzte Satz war der erste richtige, Herr Zuckerberg. Vielen Dank für den Moment. Liebe Mitbürger, anlässlich meines 70. Geburtstages darf ich Ihnen heute... Da habe ich noch was für Sie. Ja. Unaufhörlich still und leise mehren sich die Jahreskreise. Jedes Jahr hat seinen Sinn, solange bis du bist dahin, deshalb sagen Jetzt wir... Jetzt lassen Sie das endlich! Ich bin immer noch sauer, weil Sie den Koalitionsvertrag nicht eingehalten haben.
Wieso denn? Wieso? Ich sag's noch mal, weil wir eine Wahlrechtsreform machen wollten für Baden-Württemberg. Ja. Was ja? Da haben Sie ja übel Rache genommen. Gell? Ich? Wieso? Ich sag's auch noch mal, Sie haben unsere Frau Sabine Kurz als Landtagsvizepräsidentin im ersten Wahlkampf durchfallen lassen. Ach, Göttele, ja. Weil die gnädige Dame sich nur unter Presswehen distanziert hat davon, zu sagen, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Das ist eine Krankheit? Eben nicht. Ach, Gott sei Dank. Also, das wäre ja furchtbar, wenn ich jetzt noch mehr Tabletten, die Betroffenen noch mehr Tabletten einnehmen müssten. Ja. Und aber da wissen Sie, warum Sie wegen solcher Spinnereien das erwarten müssen, dass ich eine dritte Amtszeit anstrebe. Ich bin ja unentbehrlich bei dem ganzen Haufen. Aber, also, Sie wissen schon, gell, dass der Zuspruch für Sie ein abnehmender Mond ist. Schwätzen Sie nicht so geschwollen. Wo haben Sie das denn her? Also bitte schön, Ihr grüner OB Salomon in Freiburg ist ja nach 16 Jahren nicht mehr gewählt worden, weil er schon genauso abgehoben war wie Sie. Gell? Was? Bitte? Ja, ja, der hat zum Beispiel zu dem neuen OB in Freiburg während des Wahlkampfes Praktikant gesagt. So, jetzt wissen Sie Bescheid. Das sage ich zu Ihnen heute noch. Und Sie sagen auch zum Herrn Söder, wegen seinem Kreuzaufhängen, er sei Vampirfilmdarsteller. Was soll denn das? Ja, weil dieser rückwärtsgewandte Söder damit das ganze Bild kaputt macht von CDU und CSU, was Sie, Strobel, so liebevoll und harmonisch aufgebaut haben. Dankeschön. Als lebende Barockputte. Ich hätte es mir denken können. Aber das rächt sich, das sage ich Ihnen jetzt schon. Wenn Sie erst mal Dieselfahrverbote machen, da werden Sie auch nicht mehr gewählt. Das können Sie schon glauben. Ja, was wollen Sie, dass die Leute ersticken und verrecken oder wie oder was? Was wollen Sie denn? Selbstbestimmte Sterbehilfe zu fordern und gleichzeitig Dieselfahrverbote zu machen, das widerspricht sich selbstständig. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute lieber verrecken, weil sie laufen müssen, weil sie nicht fahren können. Wie Hannah Arendt. Sie Strotte! Also die Leute verrecken lieber, akzeptieren sie dann auch lieber, dass durch die totale Vernetzung auch Mobber und Terroristen davon profitieren? Herr Zuckerberg, wenn ich Sie das noch fragen darf, ja, ist das so? Oh, der Weg zu die totale Vernetzung, der ist die einzig richtige. Was? Auch wenn die Menschen Opfer müssen bringen, zum Beispiel mit ihrem Leben, aber das haben wir gemeinsam mit allen großen Erfindungen. Weil zum Beispiel durch die Auto, da sterben weltweit im Jahr circa fast über, exakt genau, über 1 Million Menschen. Und da würde keiner sagen, schafft die Auto ab. No. Tod ist kein Argument. Tja, nun fühlen sich aber die Menschen bedroht und verfolgt und überwacht und verraten durch Facebook. Die Menschheit ist so. Aha. Die Menschen geben sich gerne auf für eine große Sache. Na ja, welche denn? Katholische Kirche, Kommunismus, Scientology. Das sind alle Orte, wo die Menschen sich verlieren dürfen und ihr Selbstverständnis überantworten, eine höhere Ziel und eine übergeordnete Macht zum Beispiel. Haben Sie denn keine Moral, wenn Sie die Daten der Nutzer so nutzen? Also hat der Papst Moral, wenn er erzählt, die Menschen von unbefleckter Empfängnis etc., andere Märchen. Die Nutzer, die uns nutzen, sie glauben an sich, weil sie an uns glauben, weil sie sind Facebook. Facebook ist ihre Identity. Was? Und je weniger sie bekannt geben in Facebook, umso weniger sind sie. Ja. Wenn sie geben gar nichts bekannt, dann sind sie nichts. So, dann sind sie von uns ausgeschlossen aus unserer Dorfgemeinschaft. Da sind sie Aussätzige, sie sind Ungläubigen, Ketzer, all diese Dinge. So, wir sind einfach für unsere Nutzer da, wir sind aufgehoben bei uns. Wir sind die Beichtstuhl von der Community. Und wir haben ein Beichtgeheimnis. Keiner soll erfahren, wo und wann und wem seine Daten weitergegeben werden. Und deshalb, wir verlangen auch von der Politik dieselben Freiheiten wie die katholische Kirche.
wo die haben nur 1,2 Milliarden Mitglieder. Facebook hat 2 Milliarden Gläubige. Und deswegen, wir verlangen für Facebook von der Politik Religionsfreiheit. Oh, naja, danke. Der Herr wacht über die Gläubigen und Facebook über uns alle, nicht? Dankeschön, Herr Zuckerberg. Vielen Dank. Sehr freundlich. Wir haben verstanden. Puh, was ist denn von einer menschlichen Radikalität? Ist ja also nicht zu ertragen. Die Politiker streuen sich den Sand in die Augen, den Herr Zuckerberg, wie er heißt, bereitstellt und sagen dann, sie sehen nichts. Wie meinen das? Sie fragen über das Gleiche. Nicht wahr? Sie sehen ja, also Herr Zuckerberg kommt trotz Skandal milde davon, obwohl er das Selbstbestimmungsrecht der Nutzer vergewaltigt hat. Nicht wahr? Naja, so ist es doch, nicht wahr? Und von der deutschen Politik kommt ja keinerlei Reglementierung. Also. Während Frau Merkel zunehmend sich damit beschäftigt, persönliche Liebschaften auszubauen und kokett Eifersüchteleien zu schüren im transatlantischen Bündnis. Herzlich willkommen bei Anne Will, Frau Merkel. Kommen wir zur aktuellen Politik von Donald Trump. Ja, wenn Sie das noch Politik nennen wollen, bitte sehr. Nun, was bedeutet für uns der Ausstieg von Trump aus dem Atomdeal mit dem Iran? Es bedeutet Konsequenz. Ich war, ach so. Ja. Herr Trump tritt ja nur aus allem aus, was sogar nied- und nagelfest ist. Aus dem Handel, aus dem Klima, warum nicht auch aus dem Iran? Nicht? Aber was bedeutet... Es bedeutet Fairness gegenüber dem Iran, nicht wahr? Dem Iran gestattet er jetzt den Atomschlag, wo Herr Trump sich selber als Atombombe schon längst gezündet hat. Jetzt verstehe ich. Ach, das ist interessant, dass Sie es verstehen. Was verstehen Sie? Ja, also egal, auf jeden Fall kann ich sagen, die Vernichtung des Klimas, die Vernichtung des Handels und die Vernichtung neuer Lebensgrundlagen für das iranische Volk. Also all das würde eine normale Atombombe ja gar nicht alleine gebacken kriegen. Und wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Äußerungen des neuen US-Botschafters in Berlin? Ja, also ein ganzes Land wie Deutschland zu erpressen, mit Drohungen aus dem Handel auszusteigen, wenn man beim Iran nicht willfährig ist, lässt also bei uns schon das beunruhigende Gefühl zurück, dass man vielleicht doch lieber rechtzeitig hätte Handel aufnehmen sollen mit der originalen amerikanischen Mafia. Das ist aber sehr überspitzt ausgesprochen. Aber, wenn ich mir gestatten zu sagen, nicht wahr, es wäre politisch verlässlicher und auch weniger gefährlich. Denn das Problem bei Verhandlungen mit Herrn Trump ist ja, dass niemand um ihn herum ihm gesellschaftliche Leitlinien vorgibt. Nicht? Im ganzen Weißen Haus ist keinerlei psychiatrisch geschultes Personal. Und, ach so. Ja, also, was heißt ach so? Ich denke nicht, dass Herr Trump regelmäßig seine Psychopharmaka gegen Persönlichkeitsstörungen einnimmt. Entschuldigung. Sprechen Sie von schizoiden Erscheinungsformen, die sich dadurch bemerkbar machen, nicht, dass Herr Trump allen Ernstes glaubt, er sei US-Präsident. Wie wollen Sie denn jetzt weiter agieren? Wir müssen akzeptieren, und das kennen Sie auch, bevor Sie noch weiter fragen, aus jedem Krankenhaus, wer nicht Familienangehöriger ist, bekommt keine Auskunft. Amerika hat Deutschland zwar gerettet nach dem Zweiten Weltkrieg, aber verwandt sind wir deswegen noch lange nicht. Und was heißt das? Was heißt das? Lass mich nur ausreden. Es heißt, nicht wahr, wir müssen akzeptieren, was das Leben uns vorgibt. Zu Herrn Schäuble, nicht wahr, würde kein Mensch sagen, er soll aufstehen und gehen. Und so müssen wir auch sagen, Demenz hat viele Formen. Aber eines haben alle Formen gemeinsam, auch der amerikanische Präsident ist nicht heilbar. Ja, Herr Lagerfeld, ist denn die Welt überhaupt heilbar, ist ja die Frage, nicht? Große Worte, ja, man muss sagen, also der Hass der Welt gegen Herrn Trump spiegelt ja den Hass der Deutschen wieder gegen Frau Merkel, nicht wahr? Holt hier die Muslime ins Land, die Judenfeinde und dann feiert sie gleichzeitig jedes Jahr Auschwitz-Befreiung und Nazi-Ende etc. Also, verlogen, scheinheilig. Ich hasse diese Frau, ich muss wirklich so sagen. Würden Sie das auch ins Gesicht sagen, Frau Merkel? Nein, also so weit geht der Selbsthass auch nicht, dass ich mir das antue. Ach so, na dann vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Lagerfeld. Ja, na ja, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Freue mich, dass Sie da gewesen sind. Und Ihnen kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, nee, bleiben Sie sitzen, ich komme schon zu Ihnen. Erinnern Sie sich eigentlich an Solanas? Nein, nicht Solana, nicht der NATO-Generalsekretär aus den 90ern. Nein, Valerie Solanas. Das war die Warhol-Attentäterin. Ja, sie hat dreimal real geschossen auf Andy Warhol.
mental hunderte von Malen auf die ganze Männerschaft und war gleichzeitig Gründerin und einziges Mitglied der Society for Cutting Up Men, also der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer. Sie hätte warten sollen auf Donald Trump. Manche Männer vernichten sich schon selber. Guten Abend.